Herzlich willkommen zu Ihrem starken Auftritt. Kommunizieren, präsentieren und überzeugen, wie Sie an Ihrer Wirkung arbeiten und erfolgreich netzwerken. Von und mit Magda Bleckmann, der Expertin für Erfolgsnetzwerke. www.magdableckmann.at, der Podcast für Ihren Erfolg. Sie sind hierbei der Networking-Spezialistin. Sie bekommen viele Tipps und Anregungen, wie Sie locker mit Menschen ins Gespräch kommen und bewusst in Kontakt bleiben und sich überzeugend präsentieren. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass wir heute den Experten für Spontanität bei uns haben, Ralf Schmidt. Hallihallo, freue mich, dass du dabei bist. Hallo Magda, Grüße nach Graz. Ja, genau. Ralf Schmidt kommt ja aus dem weiten Hamburg, ist, glaube ich, am weitesten entfernt bisher von meinen Interviewpartnern. Du wirst auch am 10.10.2017 zur Lange Nacht der Inspiration sprechen. Dein Titel vom Vortrag heißt 30 Minuten Spontanität. Worum wird es denn in dem Vortrag ungefähr gehen? Ja, du hast ja gesagt, ich darf von den 30 Minuten aber nur 10 machen, weil es gibt hier 10 Vorträge, 10 Minuten. Das heißt, ich will nur 10 Minuten spontan sein. Auch gut. Besser 10 Minuten als gar keine. Ja, vielleicht kriegst du auch 15. Schauen wir mal. Aber worum wird es gehen? Also welchen Nutzen können sich die Teilnehmer da mitnehmen? Also 30 Minuten Spontanität geht natürlich darum, wie man spontan ist. Ich gucke mir zum einen mal die Verhinderer an, warum wir nicht spontan sind oder warum wir nicht flexibel sind. Spontan kommt im Business-Alltag immer nicht so gut an. Da ist immer besser, oh, wie wird man flexibel, Mindset, flexibel für die Zukunft. Und das andere, wir gucken uns die drei, ich nenne es immer Spielregeln an, was sind die Spielregeln, um flexibler auf die Unwägbarkeiten des Lebens einzugehen. Das nimmt der Zuhörer und Zuschauer mit. Ja, da freue ich mich schon sehr, bin schon sehr gespannt. Am 10.10.2017 zur Lange Nacht der Inspiration in Graz. Erstmalig 10 Redner, 10 Impulse, 10 Minuten. Bin auch schon sehr gespannt, was von den Kollegen alles kommen wird. Freue mich auch, dass du dabei bist. Lieben Dank dafür nochmal. Sehr, sehr gerne. Ralf, du sprichst davon, Spielregeln für Spontanität, Verhinderer in der Spontanität. Was könntest du da in Bezug auf Smalltalk uns mitgeben? Die Sorge bei Smalltalk ist immer wieder, dass man sich blamiert, dass man denkt, oh Gott, ich habe ja kein Thema, über was ich reden kann und dann ist der andere vielleicht oder die andere vielleicht total cool. Und für mich ist da immer so ein Tipp, um in Smalltalk reinzukommen, erstmal den Anlass zu nehmen, warum ist man heute hier? Kennt man vielleicht den Gastgeber oder die Gastgeberin? Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung in Hamburg, einer Unternehmensberatung und stand da auch am Anfang erstmal so ein bisschen wie Peak 8 in der Ecke rum und dachte mir, okay, worüber hältst du dich jetzt mit denen? Du bist kein Unternehmensberater. Und dann ist natürlich die Frage, warum sind sie heute hier? Und dann startest du, kommst du so langsam in Kommunikation. Dann kennt man vielleicht jemanden über diese wunderbaren Netzwerke wie Xing oder Facebook. Kennst du vielleicht jemanden gemeinsam? Und dann kannst du dich über den unterhalten und woher du den kennst. Und ich habe immer so, mein Grundtipp ist, nimm den Anlass zum Gesprächsaufbau und finde dann Dinge, wo beide das gleiche Interesse haben. Und im Notfall kann man sich immer einen Kaffee holen. Außer es ist Flying Buffet, da muss man auf die Toilette. Ja, Toilette ist auch eine gute Möglichkeit. Dann aber sich rechtzeitig vorher verabschieden, sozusagen, wenn man ein Gespräch hatte. Ja, du sagst, das Wichtigste ist die Angst davor, sich zu blamieren. Und kann ich diese Spontanität, kann ich das lernen? Für mich ist es, ich gehe da immer darauf, ich komme mal von dem Gedanken her, wo kommt die Person her? Für den einen ist es schon total spontan, jemanden einfach nur anzusprechen auf einer Veranstaltung und für den anderen ist es total spontan, übers Wochenende irgendwo hinzufliegen. Und da muss ich erstmal für mich überprüfen, was bin ich denn für ein Typ? Also der eine sagt, für mich ist es schon total verrückt, wenn ich mal beim Mittagessen bei mir in der Firma an einem anderen Platz mit neuen Kollegen esse. Dann ist der schon out of seiner Komfortzone und der andere sagt, ach komm, über Wochenende irgendwo hin, ich buche kein Hotel, ich buche gar nichts und erlebe erstmal, was da ist, ist für den anderen vielleicht. Darum gibt es da für mich erstmal kein, wie weit kann Spontanität gehen, sondern jeder entdeckt es für sich selber und jeder entscheidet auch für sich selber, wie flexibel und wie spontan ist er. Du hast jetzt so von unterschiedlichen Typen in der Spontanität gesprochen. Hast du da die auch irgendwie aufgelistet? Gibt es da so ein fixes Schemata,
die man Menschen auch einteilen kann? Das habe ich nicht. Ich merke nur immer wieder, wenn ich Vorträge halte oder Trainings, dass manche sagen, ich bin aber gar nicht spontan. Also ich arbeite in einer Firma, die sehr, sehr strikt ist. Und dann sage ich immer, aber in deinem kleinen Rahmen kannst du ja spontan sein. Und bei mir ist es, wenn wir Veranstaltungen machen, gibt es so einen schönen Satz der Psychologin Ruth Cohn, die hat mal gesagt, jeder Plan muss falsch sein, da nie alle Faktoren bekannt sein können. Ich überprüfe immer für mich, wie groß lasse ich mein X werden. Und es ist ganz viel geplant, so wie hier bei unserem Talk, dass wir gesagt haben, okay, wie funktioniert der, wie lange dauert der, worüber reden wir. Und was aber dann du wirklich konkret fragst, darauf, das weiß ich noch nicht, das wird dann irgendwas passieren. Ich weiß aber, dass ich in meinem Thema kompetent bin. Und das vergessen ganz viele immer, sagen, oh Gott, wenn irgendwas kommt, was ich nicht weiß, dann kann ich sagen, davon habe ich keine Ahnung, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ja, ich glaube auch, Smalltalk ist um vieles einfacher, als viele meinen. Also man macht sich das immer zu kompliziert und sagt, da muss ich dieses und jenes, aber im Endeffekt muss ich über das reden, was mich interessiert und schauen, dass ich mit dem anderen da Gemeinsamkeiten finde und mir nicht da einen zu großen Kopf dazu machen. Aber ich meine, für mich ist auch Spontanität, also ich sage, man kann es lernen, ja, weil ich einfach glaube, du musst mit dir selber einverstanden sein, du musst auch wissen, dass du was weißt und dass du was kannst und dir vielleicht für ein paar Dinge auch gute Antworten zurechtlegen und das langsam immer verbessern und verstärken. Wie machst denn du das? Wie bringst du das dann deinen Teilnehmern bei? Wir gehen arbeiten ganz stark mit dem Thema Scheitern. Also ich habe ja immer Angst zu scheitern. Das ist immer so meine größte Sorge, die man, glaube ich, als Mensch hat. Dass man sagt, wenn man scheitert, wird man von der Gruppe nicht anerkannt. Ich bewege mich in Gruppen. Natürlich möchte ich, dass die Leute mich toll finden. Und wenn ich jetzt scheitere, wenn ich einen Fehler mache, finden mich Leute auf einmal nicht mehr toll. Ich fliege aus dem sozialen System raus. Deswegen sind wir von früh an, werden wir darauf trainiert, mach keine Fehler, scheitern. Nicht gerade in Firmen. Es passiert ganz oft, dass man nicht sagt, okay, jetzt ist ein Fehler passiert, wie lösen wir das in Zukunft, sondern es ist ein Fehler passiert, wer hat ihn gemacht und wie bestrafen wir den? Und ich bin da eher vorwärtsdenkend und sage, es ist ein Fehler passiert, okay, wie verhindern wir, dass der in Zukunft passiert und wie lösen wir jetzt das Problem, das dadurch entstanden ist? Und was ich in meinen Trainings mache und in meinen Vorträgen, ist die Leute zu sensibilisieren, wie man mit Fehlern umgeht. Das spielt für mich da immer eine große Rolle. Hm. Ja, auch einfach die Ängste, auf mir fremde Menschen zuzugehen, ja, oder die Angst, etwas falsch zu sagen, eben wie du gesagt hast, sich zu blamieren. Ich denke, ganz wichtig, sich mit dem zuerst auseinanderzusetzen. Und du machst ja auch ganz viel so Improvisationstheater, machst da auch Kurse. Was ist denn ja jetzt so Spontanität und Improvisation? Was ist eigentlich der Unterschied? Spontanität ist für mich ein Verhalten. Also ein, für mich gibt es die äußere und ich nenne sie immer die äußere und die innere Spontanität. Die äußere Spontanität ist die Spontanität, wenn irgendwas plötzlich passiert und ich muss darauf reagieren. Sozusagen es entsteht eine Situation. Die Bahn kommt zu spät, ich verpasse, es klingelt ein Telefon, ich muss hingehen in dem Meeting. Das sind Dinge, die von außen kommen, da muss ich damit handeln. Und die innere Spontanität ist, dass ich mir Sachen überlegen muss, die aus mir herauskommen. Also, oh, ich könnte jetzt mich mal anders hinsetzen, das ist überlegt, könnte es mal näher hinkommen? Sieht man noch mehr meine Augenringe? Jetzt gehe ich weiter zurück. Das ist ja eine gerade spontane Handlung, die nicht abgesprochen war. Das ist inner, das passiert aus mir. Sag ich, habe ich jetzt gerade Lust? So, zack. Sag, oh Gott, sehe ich müde aus. Siehst du, da, so Dinge hier. Und das passiert von innen, das entscheide ich gerade. Von außen könnte jetzt sein, ich sitze hier in unserer Firma im Flur, weil total Hektik gerade ist bei meinen Mitarbeitern. Und wenn jetzt jemand vorbeikommen würde und mich was fragen würde, sagen, Ralf, da ist gerade jemand am Telefon, den ich unbedingt sprechen will. Das ist äußere Spontanität, weil dann kann ich jetzt nur sagen, ich rufe später zurück. Oder ich muss jetzt kurz dieses Interview mit dir unterbrechen, Magda. Das kommt von außen und da muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Okay, und das kommt von außen. Und was ist jetzt an Improvisation? Was ist da, das war jetzt die Spontanität, die innere und äußere. Und was ist dann die Improvisation? Improvisation ist ja erstmal eine Theaterform, die in den 50er Jahren entwickelt wurde, die eine ganz lange Geschichte hat und die aktuelle Improvisation, so wie wir es zum Teil kennen, mit Theatersport oder du improvisierst Geschichten, geht auf die 50er Jahre zurück, auf zwei Schauspieler und Schauspielerin. Was da ist, also improvisieren heißt erstmal, ich nehme die Dinge, die da sind und arbeite damit. Also in Deutschland gibt es so, oder in Österreich wahrscheinlich auch den Satz, das ist ja nur improvisiert und es wird dann immer so negativ angesehen. Aber improvisieren ist für mich eine der höchsten Künste, weil du mit der Kompetenz, die du hast,
was Neues schaffst. Und improvisieren heißt, improvisieren ist immer so, oh Gott, da war jemand schlecht vorbereitet. Für mich ist es, da ist jemand gut vorbereitet. Eher im Augenblick funktioniert nur die Vorbereitung nicht, wie wir es lösen könnten, perfekt. Okay. Naja, und du machst ja, ich habe einmal auch teilgenommen an so einem Improvisationskurs von dir, fand das super spannend. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, der sagt, ich will meinen Auftritt verbessern und eben in der Lage zu sein, was zu sagen, ohne vorher zu wissen, was kommt. Also das kann ich echt nur jedem empfehlen. Und was würdest du jetzt nochmal so dein bester Tipp den Hörern empfehlen in Bezug auf Spontanität? Was können sie machen, um sich da wirklich zu verbessern? Wenn es ein einziger Tipp sein soll, ist, nimm das, was da ist. Also so wie jetzt die Situation gerade, was ist bei uns beiden da? Es ist dein Zimmer im Hintergrund da, was wir sehen, und es ist mein Zimmer. Und wenn ich jetzt einen Gesprächseinstieg möchte, könntest du sagen, ah, guck mal hier, da ist ein Bild. Wir können uns jetzt das Bild mal angucken, das ist St. Peter-Ording. Wir sind hier in der Bürogemeinschaft und da ist ein Fotograf und von dem ist dieses Bild, da hängen ganz viele Bilder bei uns. Das ist zum Beispiel, jetzt hätten wir einen Gesprächseinstieg. Oder ich könnte sagen, ah, hinter dir, Magda, ist so ein Bild mit Steinen, was schräg ist. Hast du es noch nicht geschafft aufzuhängen? Oder in Österreich können die Steine schräg fliegen? Ich weiß es nicht. Und sofort hast du einmal jetzt schon gelacht und wir hätten einen Gesprächseinstieg. Also ich nehme das, was da ist, und dann können wir weiter anfangen, uns zu unterhalten. Okay, also ganz wichtiger Tipp, das zu dem, was da ist, die Situation, das Umfeld und da was aufgreifen und über das dann Gesprächseinstieg, ein Gesprächsthema zu nehmen. Wenn du sagst, es ist nur ein Tipp, hättest du noch zwei andere Tipps? Für mich ist das Thema immer Ja sagen. Also Ja sagen zu den Situationen, die gerade passieren. Ich weiß noch, was wir gerade machen, ist für mich eine relativ, in Anführungszeichen, ich stehe jetzt seit 1993 auf der Bühne, eine relativ neue Form. Früher hat man klassisch, man saß nebeneinander, wurde interviewt, und seit 3, 4, 5 Jahren kommt es auf einmal so um die Ecke, dass dich Kollegen zu Podcasts anfragen oder so Interviews machen wie wir gerade. Und am Anfang denke ich immer, oh Gott, wie siehst du aus? Also wie ich, du bist hier perfekt, jung, gut aussehen, ich hier so Augenringe, unrasiert. Denke ich mir immer, hätte ich mich heute Morgen doch rasieren sollen? Und ich sage, ah, nein, hatte ich keine Zeit, Kinderschule, Kindergarten. Und dann so, okay, ich sage jetzt aber Ja zu dieser Situation, ich mache das jetzt. Das ist so das eine. Also ich mir denke, Gott, Ralf, siehst du hier und da? Komisch, wie siehst du aus? Und das zweite ist, das, was ich vorhin sagte, mit dem nimm, was da ist. Und das dritte ist für mich das Thema wie geht man mit Fehlern um, die passieren. Wie wir hatten das Gespräch zweimal neu anfangen müssen, weil einer von uns beiden oder beide eine schlechte Internetverbindung hatten. Ja, das ist so. Hamburg. Ja, das ist so weit, der Weg. Dann kann man sich grandios drüber aufregen, dass man sagt, oh Gott, hast du eine blöde Internetverbindung oder ich habe eine blöde Internetverbindung. Was ist einfach passiert? Und wir sagen, okay, wir fangen aber nochmal neu an und unterbrechen das Interview und so. Jetzt können wir uns beide ärgern oder sagen, wir machen es einfach. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses da nicht so sich selber zu geißeln anfangen. Ja? Wenn ich merke, irgendwas klappt nicht oder jetzt habe ich eine blöde Frage gestellt oder der andere hat blöd darauf reagiert, dass ich dann gleich sage, oh, was habe ich jetzt falsch gemacht oder ich kann das nicht oder das funktioniert nicht, und dann dieses Kopfkino, das dann abgeht, wie blöd bin ich, wie kann ich nur und ich depp und hoffentlich passiert mir das nie mehr wieder. Das zieht uns ja total runter, und wenn mir sowas in einem Gespräch passiert, dann der andere hat das vielleicht gar nicht so gemeint. Ich fasse das aber so auf, aufgrund meiner Unsicherheit oder weil ich halt schlecht drauf bin. Und schon, ja, schon ist es negativ. Und schon mache ich auch einen negativen Eindruck. Ja? Also ich meine, wichtig finde ich auch, dieses Ja zur Situation sagen. Aber ich halte es dann auch noch für wichtig, an seiner Einstellung zu arbeiten. Ja, auch dieses mit sich selber einverstanden sein und auch eine positive Einstellung zu der Situation, die da kommt, sei es jetzt Smalltalk, sei es jetzt Vortrag, sei es jetzt Networking, da auch positiv eingestellt zu sein und zu sagen, super, ich lerne da neue Leute kennen. Also das gehört für mich schon auch noch dazu, dass ich da an meiner Einstellung arbeite. Und wenn ich weiß, ich habe Termine, wo ich im Fernsehen bin oder aufgenommen werde, aber da sind vielleicht Frauen ein bisschen anders strukturiert, die dann sagen, ja, dann schaue ich, weil ich sehe mich ja dann irgendwie wieder, dann schaue ich schon, dass ich auch möglichst einen guten Eindruck mache und schon halt mich herricht und schwink und was, bis dahin, wo man mich sieht, dann ordentlich angezogen bin. Das würde ich schon auch empfehlen in einem Gespräch, dass ich da, weil da gebe ich mir durch die äußere Hülle
dann auch Selbstsicherheit mit. Ne? Wenn ich weiß, die für mich die äußeren Rahmenbedingungen, die ich bestimmen kann, sind in Ordnung, dann weiß ich, dann ja, so geht es mir halt auch. Dann habe ich mehr Selbstsicherheit dabei auch in dem Gespräch. Also das würde ich auch noch zu deinen drei Punkten vielleicht noch dazu empfehlen. Und so zur Abschlussfrage, gibt es in deinem Netzwerk Smalltalk-Erlebnis, wo du sagst, ja, da war ich besonders erfolgreich und das war besonders super? Wir. Letzte Woche war ich auf dieser Unternehmensberaterveranstaltung und da sind lustige Dinge einfach passiert, dass du irgendwie Leute getroffen hast, du standest neben jemandem und meistens startet es ja mit einem Blick. Also, dass irgendein Redner auf der Bühne ist oder eine Rednerin und der sagt irgendwas Komisches oder Positives und du guckst deinen Nachbarn oder Nachbarin an und der guckt genauso wie du und dann lächelst du dich einmal an und dann kommst du ins Gespräch und sagst, ah, es war eine komische These oder ah, das war aber eine gute These und dann bist du sofort drinnen. Und letzte Woche habe ich da eine sehr lustige Person kennengelernt. Wir haben uns sofort bei Xing verbunden und dann war noch eine Freundin von mir da und dann passierte das so, dass wir jetzt in Kontakt sind und dann habe ich sie zu einem Auftritt in Frankfurt eingeladen. Das war sehr witzig. Also ganz cool, bei einem Gespräch sich sofort ein Kontakt für eine Nachbuchung sozusagen ergeben. Das war nicht mal eine Buchung, es war einfach nur nett. Ja, das ist ja auch der wichtige Punkt, dass ich nicht immer meine, da muss was rauskommen und ich muss gleich Ergebnis haben, sondern ja, einfach nette Kontakte, interessante Menschen, Sympathien und was auch immer draus wird, weiß man ja nie. Ne? Kann man nie wissen. Ja, super. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, das möchtest du jetzt noch mitgeben auf den Weg zum Thema Spontanität mit Smalltalk und Networking? Habt Spaß, wenn ich mit euch am 10.10. in Oktober in Graz auf der Bühne bin. Es wird anders. Ja, darum habe ich dich auch nach der Pause eingesetzt, dass die Leute dann da richtig fit sind, weil ich weiß, dass du das ja einfach lustig und spannend machst und unerwartete Dinge machst. Also es wird sicher ganz spannend werden. Freue mich schon sehr drauf. Noch für die dich jetzt dann auch in einer anderen Form, vielleicht im Seminar oder mal in einem Vortrag erleben wollen, wie ist denn deine Homepage? www.schmidtralf.de, aber ihr könnt auch Ralf mit F und Schmidt mit TT eingeben und dann bin ich der Erste, der bei Google erscheint. Alles klar, Ralf Schmidt, ja, auch wichtig, Schmidt mit TT und Ralf mit F. Schmidt mit TT ist katholisch und Ralf mit F. Genau, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ich habe es einmal in einem von den Folder auch falsch geschrieben, sorry noch einmal dafür. Auf jeden Fall sage ich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Interview. Ich freue mich schon auf den 10.10.2017, wo wir dann sehr gerne auch auf der Bühne stehen. Und inzwischen wünsche ich dir ganz viele schöne Spontanitätskontakte und auch, was auch sonst immer du dir wünschst. Danke nochmals, alles Liebe und viele Ciao. Grüße nach Hamburg. Ciao. Das war der Podcast zur Steigerung Ihres Erfolgs, persönlich und privat. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, gehen Sie auf www.magdableckmann.at und Sie erhalten das E-Book 33 clevere Networking-Tipps kostenfrei. Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns eine Mail an office@magdableckmann.at. Haben Sie Interesse an nachhaltigen Seminaren und inspirierenden Vorträgen von Magda Bleckmann? Dann rufen Sie uns einfach an unter 0043 664 825 77 77. Gerne senden wir Ihnen die Ratgeber Das kleine Netzwerk einmal eins und Das kleine Smalltalk einmal eins als signierte Exemplare zu. Haben Sie Interesse an regelmäßigen Umsetzungstipps? Dann tragen Sie sich entweder gleich hier beim Newsletter oder unter www.magdableckmann.at ein. Wir freuen uns auf Sie. Der nächste Podcast erscheint in Kürze. Viel Erfolg beim Networken!